Ja, viel länger. Es beschäftigt mich seit einigen Tagen. Da bin ich irgendwie reingeraten in eine Szene, in die man nicht so oft in seinem Leben gerät und auch nicht geraten will. Da können wir sie noch mal sehen. Oliver Pocher kriegt einen Schlag ins Gesicht und ich sitze nebendran. Einen Sitz weiter sitzt Christoph Daum und dann saß ich da. Und wenn ich mir die Szene so angucke, dann frage ich mich bis heute, warum, Klaus, bist du eigentlich nicht dazwischen gesprungen? Warum bist du da sitzen geblieben? Okay, ich sage ein bisschen was und ich kann hinterher auch analysieren. Da spätestens war die Szene. Wo sind Sie da? Ich sitze da, das ist der Daum und da hinten, der Übernächste bin ich. Also 1,50 Meter entfernt. Mit Abstand, aber in dem Fall eben sozusagen. Und Sie haben keine Maske an. Keiner hat eine Maske an, da waren alle getestet, hieß es jedenfalls. Aber was mich wirklich umtreibt, ist dieser Blick auf mich selbst, warum ich da nicht eingeschritten bin. Und das kann man sich jetzt schön reden und sagen, ja, die Situation war dann geklärt oder dafür sind ja Ordner zuständig. Und das stimmt auch alles für den Moment danach. Aber dieser Moment, wo der Schläger vor Oliver Pocher steht, Oliver Pocher ist schutzlos, ja. Da würde ich heute sagen, verstehe ich mich selber nicht, warum ich da nicht dazwischen gegangen bin. Und das, obwohl ich oft ja Zivilcourage von anderen verlange. Und das gibt mir irgendwie den Gedanken mit, dass wenn eine ungewöhnliche Situation, keiner hat es erwartet, es ging wahnsinnig schnell, passiert, wenn eine Extremsituation passiert, dann reagiert man offensichtlich anders, als einem lieb ist. Und deshalb ist es mir ein wirkliches Anliegen, Oliver Pocher einmal zuzurufen, Olli, sorry, dass ich dir nicht geholfen habe. Das nächste Mal springen wir dir alle zur Seite. Das ist eine spannende Frage jetzt, die würde ich direkt mal gerne an Herrn Palmer spielen. Stichwort Zivilcourage, Herr Palmer, hätten Sie denn eingegriffen? Und verstehen Sie, warum Herr Strunz sich jetzt schlecht fühlt, dass er es nicht getan hat? Also das Zweite, das tue ich. Ich verstehe das, dass man sich danach fragt, hätte ich was machen können. Aber wenn ich diese Videoaufnahmen jetzt so sehe, dann habe ich den Eindruck, das kam so aus dem Nichts, so überraschend, dass er quasi die Gabe der Vorsehung hätte haben müssen, um dagegen irgendwas zu tun. Das war doch gar nicht möglich, da einzugreifen. Wie kann man denn wissen, dass dieser Typ da daherkommt und den einfach umhaut? Also ich kann das gar nicht fassen, dass sowas passiert. Also ja, bis zu dem Schlag stimmt das. Da konnte man wirklich nichts machen. Das war vollkommen überraschend. Dann ist auch noch, finde ich, eine Zehntelsekunde konsterniert sein. Okay. Aber dann gibt es diese merkwürdige Situation nach dem Schlag, wo ein Opfer, das wird Oliver Pocher nicht gern über sich hören, aber es war in der Situation so, ein Opfer schutzlos da ist und ein Täter vor ihm steht. Und da muss man eigentlich dazwischen gehen. Übrigens wichtig, meine Kritik an mir selber ist jetzt nicht, dass ich den hätte schlagen sollen, aber schützend dazwischen gehen. Das ist doch das, was wir uns eigentlich immer wünschen. Und ich frage mich echt, warum das ausgesetzt hat. Vom Ende her betrachtet freue ich mich, dass jetzt nicht was wahnsinnig Schlimmes passiert ist. Oliver Pocher klagt zwar wohl über Ohrenschmerzen, aber man konnte auch in der Situation schon sehen, dass er jetzt also keinen großen Schaden davon getragen hat, in Sicherheit war, dass dieser heißt der, wie ich gelernt habe, Schläger, auch keinen anderen mehr hauen wird. Also das war bereinigt. Aber dieser eine Moment macht mir schon, also den sehe ich dauernd vor mir und denke, wow. Wie oft hast du es dir angeschaut, das Video? 100 Mal, 200 Mal angehalten. Es gefiel ihm immer besser. Ja, der Moment nicht. Also Sie haben jetzt eine Beichte abgelegt. Ja, aber mich würde wirklich interessieren, sozusagen, ob wir von anderen immer was verlangen, sozusagen Zivilcourage. Und dann kommt man selber in so einen Moment und sieht ein Video, auf dem man da sitzt und irgendwie sagt, was soll das, sage ich da, glaube ich. Was soll das? Aber Herr Strunz, könnte es nicht sein, dass Sie, falls der Anstalten gemacht hätte, weiterzumachen, dann eingeschritten Doch, wären? Doch, das würde ich mir auch. Aber es gibt ja den Moment schon vorher. Es gibt den Moment, den Schutzmoment. Ich würde auch sagen, wenn der sozusagen meiner Frau eine geknallt hätte, wäre ich wahrscheinlich sofort aufgestanden, hätte ihm auch eine geknallt, womit wir bei Will Smith wären. Ja? Also das hätte so viel quasi archaische Intuition würde ich mir noch zutrauen. Ja, da ist auch Schluss mit Pazifismus. Und umso mehr wundere ich mich an der Stelle, dass da so gar nichts war. Ganz merkwürdig. Ich glaube, das war Schockstarre. Für mich sieht es aus, wie das kommt so aus dem Nichts, dass Sie erstmal gar nicht wissen, was Sie da machen sollen. Aber ich finde es auch eine Mauer Entschuldigung. Also ich freue mich, dass Sie es so deuten, aber ich finde es für mich eine Mauer Entschuldigung. Ja.
Wenn das alle Leute, die nicht helfen, sagen, ja, da war ich irgendwie in Schockstarre. Da im Bus ist irgendwie einem eine Jacke geklaut worden von zwei Typen. Da war ich in Schockstarre. Ah, die Frau, die da irgendwie blöd angequatscht und angegriffen wurde von jemandem. Ups, da war ich so in Schockstarre. Ja, also das bewegt mich wirklich. Also auch in der Hinsicht, was man von anderen verlangt. Ne? Also kann man von anderen eigentlich verlangen, was man selber nicht bringt. Eine Psychologie, die ja jeder von uns hat. Jeder reagiert anders auf so etwas. Vielleicht handelt auch jeder in so einer Situation anders. Waren Sie denn schon mal in so einer Situation? Nein, aber ich würde auch nicht irgendwo hingehen, wo Oliver Pocher herumsitzt. Und geboxt wird. Ja, warum sollte ich in solchen Situationen? Nein, wissen Sie, das Ganze, es ist mir eigentlich völlig wurscht. So, aber, wenn Sie mich schon fragen, es ist eigentlich nichts passiert. Das, was Sie da gesehen haben, passiert in den Berliner Verkehrsbetrieben fast täglich. Und nur selten kommt es als fünfzeilige Meldung im Tagesspiegel an die Öffentlichkeit. Also, das ist halt der Fluch der Prominenz, dass es Oliver Pocher erwischt hat. Aber ich möchte mich so gerne an eurer Aufregung beteiligen, aber es will mir nicht gelingen. Der hat das auch noch, der Schläger hat es auch noch filmen lassen. Ja, was sonst? Um es dann, sehen wir ja. Das macht man jetzt so. Das online macht man zu stellen. Ja. Und sozusagen, das passiert natürlich wahrscheinlich auf dem Schulhof auch dauernd. Hat das live gestreamt? Nein, das hat er nicht. Dann war es ein Amateur, dann gilt es nicht. Ich mag Ihren Zugang zu dem Thema. Frau Klein, ja. Sehen Sie es? Ja, also ich denke, Sie haben ja auch ein Stück weit Selbstzweifel und fragen sich, ja, kann man das von anderen erwarten, wenn man das selber nicht liefert? Ich denke, dass auch Zivilcourage schon ist, wenn man beispielsweise auf der Straße sieht, wie einer Frau Gewalt angetan wird beispielsweise und man nimmt den Hörer in die Hand und ruft die Polizei. Auch das ist Zivilcourage. Man muss sich nicht sozusagen dahinstellen und zurückhauen. Ich denke, das kann man nicht von jedem erwarten. Aber vielleicht auch, ich glaube auch, dass ich teile den Eindruck, dass es vielleicht wirklich so ein Schockmoment ist. Einfach weil man ist nicht in diesem Kontext, man ist auf einer Veranstaltung und dann passiert irgendwas, womit man wirklich gar nicht gerechnet hat. Aber ich bleibe mal bei Ihrem Beispiel. Ja. Eine Frau wird was angetan, man beobachtet es. Ist es Ihrer Meinung nach wirklich ausreichend, dann zum Hörer zu greifen, die Polizei anzurufen, die dann, wenn es schnell geht, in 3 oder 5 Minuten da ist? Da kann ja, wer weiß, was passiert sein. Also muss nicht doch auch ein Gestus sein, sich selber einzubringen und vielleicht sogar in Gefahr zu begeben, um einem anderen zu helfen? Herr Strunz, Sie sind wirklich ein Idealist. Und das, was Sie gerade beschreiben... Das hat mir selten jemand vorgeworfen, aber... Ja. Es wurde Zeit. Einer musste den Anfang machen. Ja. Nein, das, was Sie jetzt beschreiben, ist ungefähr der Zustand einer normalen Gesellschaft in den 20er, 30er Jahren. Aber inzwischen sind wir gründlich pazifiziert worden. Inzwischen gilt ja Selbstverteidigung sogar als eine aggressive Haltung. Und was mich im negativen Sinne wahnsinnig beeindruckt hat, bei dieser lustigen Silvesternacht in Köln, 2015, glaube ich, ich habe lange fast alles darüber gelesen, weil mich eine Frage beschäftigte. Als die Frauen da belästigt, angegrapscht und befingert wurden, die waren da alle allein unterwegs. Ja? Da waren keine Männer dabei, keine Freunde, keine Verwandten, keine Eltern, Geschwister. Von Männern war in der ganzen Berichterstattung, ist es nicht aufgefallen, nicht die Rede. Das heißt, in einer Gesellschaft, die so gründlich pazifiziert wurde, dass selbst in einer solchen Situation niemand sich traut zuzuschlagen, als ich das gesehen habe, dachte ich, ja, ich hätte vielleicht statt großes Latinum einen Boxkurs machen sollen. Und wenn ich jemals noch die Gelegenheit dazu habe, würde ich mich fürs Boxen machen. Ich finde Ihre Beschreibung absolut, aber finden Sie es, und dafür da kennt man es ja, finden Sie es gut oder schlecht, dass es diese Pazifizierung gibt? Schlecht, absolut schlecht. Absolut schlecht. Wir erleben das jetzt im Zusammenhang mit Putin, wir werden vielleicht später darüber reden. Hier hat der Aggressor einen Bonus, weil er handelt. Und derjenige, der sich verteidigt, hat einen Malus, weil er die Eskalation der Gewalt weitertreibt. Also einem Opfer wird geraten, sich unauffällig zu benehmen und nicht allzu viel Widerstand auszuüben. Dann ist es schneller vorbei. Und das ist ja auch passiert. Stellen Sie sich vor, Pocher hätte zurückgeschlagen. Das wäre dann schon eine Miniserie geworden. Nicht? Das wäre dann in Raten bei RTL laufen. Na, es würde eine Massenschlägerei geworden. Oder es wäre eine Massenschlägerei geworden. Und ich gibt den, das auch. Ich hatte ehrlich gesagt den Gedanken noch nicht, aber den politischen Gedanken, den Sie äußern, dass wir hier ja quasi in einer Miniatur sehen, was ja der Ukraine passiert, ja, mit einem Aggressor und ohne sozusagen, dass jemand beispringt. Ist das noch nie aufgefallen? Braucht man nicht viel Fantasie, ja, um die Analogie. Ist das noch nie aufgefallen, dass es so ist? Also ich glaube, hier hat sich ein neues Debatten-Couple gefunden. Das merkt man jetzt schon, aber wir wollen trotzdem auch noch mal zu Herrn Palmer nach Tübingen schalten. Einmal und die Frage stellen, die finde ich nämlich sehr spannend, den Gedanken, den Sie eingeworfen haben. Es waren zwei.
Ja, aber einen fand ich sehr spannend, den anderen natürlich auch. Aber den spannendsten Gedanken fand ich daran, wie sehen Sie das denn mit der Entmilitarisierung der Gesellschaft und auch mit dem Pazifismus in der Gesellschaft, was Herr Broder angesprochen hat und dann auch mit Klaus Strunz debattiert hat? Sehe ich anders. Also ich halte das für eine Errungenschaft, wenn die Gesellschaft die Gewalt mehr und mehr zurückdrängt. Pazifizierung ist ja nur ein komplizierter Begriff dafür, dass man die Dinge nicht mehr mit dem Faustrecht regelt, sondern sagt, das kommt bei uns nicht vor. Und wenn jemand Gewalt ausübt, dann ist es der Staat durch seine Polizei, sonst aber niemand. Das halte ich erstmal für eine Errungenschaft und finde das gut, dass man nicht einfach so auf der Straße damit rechnen muss, dass einen irgendwelche Leute umhauen und dann die anderen dazukommen und sagen, naja, jetzt machen wir eine Straßenschlacht draus. Zähle ich mich nicht zurück. Aber trotzdem hat Herr Broder natürlich an einer Stelle einen Punkt. Das darf nicht dazu führen, dass Opfer schutzlos werden. Und da muss ich Ihnen leider sagen, die Erfahrung habe ich schon öfter gemacht. Ich bin leider als Oberbürgermeister immer wieder auch tätlich angegriffen worden und es ist mir nie jemand zur Seite gesprungen. Auf der Straße? Ja. Und es ist Ihnen nie, also Sie haben nie dann Schutz erfahren von anderen, die daneben standen? Nee, da war ich immer allein. Es gab immer Leute, die dabei standen und erstaunt waren und geguckt haben. Aber dass mal einer eingeschritten wäre zu meinen Gunsten, das kam nie vor. Und welche, was hinterlässt es bei Ihnen sozusagen, öfter ins Fitnesscenter gehen und Muskeltraining, damit man sich selber verteidigen kann? Oder, das ist ja, Sie sprechen das so gelassen aus, aber das ist ja im Grunde schrecklich. Ja. Gut, es wurde nie bedrohlich, dass ich tatsächlich mal zusammengeschlagen worden wäre, sondern es war immer nur davor, ja, also eben physische Bedrohung, die spürbar war, dann auch mal ein Crosscheck oder am Hinterherlaufen, Schläge andere und das hat es alles gegeben. Es ist nicht dazu gekommen, dass ich je ernsthaft verletzt worden wäre, sonst würde ich heute wahrscheinlich anders drüber sprechen. Aber wie gehe ich damit um? Also ich sage Ihnen ganz offen, ich klammer das aus, wenn man diese Gefahr, die irgendwie als Person der Öffentlichkeit halt latent besteht, dass man da auf offener Straße angegriffen wird, wenn man die nicht verdrängen kann, dann kann man eigentlich nicht mehr dem Amt nachgehen. Und ich will mich davon einfach nicht beirren lassen.